Chance. Kategorie Print- und Printserie. Demner, Merlicek und Bergmann. Hurenkind. Demner, Merlicek und Bergmann ist auf der Suche nach den besten Talenten. Ganz konkret ein Grafiker und ein Junior-Projektmanager. Das Budget reichte nur für eine Anzeige, also wurde eine unverschämte Personalanzeige geschaltet. Böse und politisch völlig unkorrekt, außer für geschulte Grafiker. Denn diese wissen, dass ein Hurenkind die letzte Zeile eines Absatzes und zugleich die erste Zeile einer neuen Spalte oder Seite ist. Also ein wahrer Schandfleck im Satzspiegel. Fehlten noch potenzielle Junior-Projektmanager, die nicht wissen müssen, was ein Hurenkind ist. Wir setzten Neugierde voraus und ergänzten die Printanzeige durch eine Google AdWord-Anzeige, die mit dem Suchbegriff Hurenkind verknüpft war. Kategorie Corporate Publishing. Peter Schmidt Group. 226 Plus, ein Magazin für die besondere Perspektive. Saal Oppenheim Junior und Sie. Saal Oppenheim Junior und Sie ist eine der führenden Privatbanken in Deutschland. Das halbjährlich erscheinende Magazin 226 Plus kommuniziert Werte des Unternehmens durch einen sehr individuellen Umgang mit Typografie, Illustrationen und Fotografien. Die im Herbst 2015 erschienene Ausgabe widmet sich dem Thema Zeit und illustriert dieses anhand der Evolution von Laufschuhen. So kommen die Originalschuhe von Jesse Owens und Emil Zatopek zu publizistischer Ehre. Serviceplan. 12, ein Magazin der Serviceplan-Gruppe. Das Magazin 12 stellt 12 relevante Megatrends der Kommunikationsbranche dar. Von Europa bis Kunst und Kreation, von Markenführung bis Storytelling und Nachhaltigkeit. Prominente Persönlichkeiten, denen Serviceplan dieses Jahr begegnen durfte, gewähren faszinierende Einblicke in ihre Gedanken. Partner der Serviceplan-Gruppe erklären die relevantesten aktuellen Entwicklungen in der Markenkommunikation und stellen herausragende innovative Projekte des Jahres vor. Jede Ausgabe wird gemeinsam mit einem jungen Künstler kreiert. Für die erste Ausgabe von 12 wurde mit dem italienischen Illustrator Emiliano Ponzi zusammengearbeitet. Issinger Plus GmbH und C3 Creative Code and Content GmbH. Evonik Magazin, Evonik Industries AG. Das Evonik-Magazin regt zum Nachdenken und Mitdiskutieren an. Voller neuer Ideen, überraschender Fakten und eingehender Analysen bereichert es gesellschaftliche Debatten mit eigenen Impulsen. Das Profil des Magazins zeigt sich in den drei Rubriken Mensch und Werte, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Forschung und Technologie. Dort, wo es sinnvoll erscheint, werden diese durch direkte Konzernbezüge ergänzt. Die Texte werden von versierten Journalisten geschrieben. Das Cover-Konzept stellt in jeder Ausgabe einen internationalen Künstler in den Fokus. Kategorie Dialog, Marketing und Verkaufsförderung. Dieckert Schmidt GmbH. Actros, Duftbaum. Der Mercedes-Benz Actros wurde 2015 zum zweiten Mal in 3 Jahren zum Green Truck of the Year gewählt. Das teilte Mercedes-Benz den Kunden in einem Mailing mit einer wohlriechenden, echten Zuckerhutfichte mit. Dieckert Schmidt GmbH. Actros SLT, die schwerste Einladung aller Zeiten. Mercedes-Benz Trucks Germany. Mit einer Zuglast von bis zu 250 Tonnen ist der Actros SLT der stärkste Truck von Mercedes-Benz und bewegt auch schwerste Lasten mühelos. Auf einem Event soll er Spediteuren und Logistikern vorgestellt werden. Die Einladung erfolgt mit einer schweren Marmorsteinplatte, die auch nach der Produktvorstellung einen Platz im Büro findet. Agentur am Flughafen AG. Voll bemalt durch Zürich. Verkehrsbetriebe Zürich. Die Cobra Trams in Zürich bieten die ideale Fläche, um Marken und deren Botschaften in der Stadt bekannt zu machen.
Dies sollte den Verantwortlichen großer Brands kommuniziert werden. Mit einem Mailing mit Malutensilien und individualisierten Werbestickern wurden die Markenverantwortlichen neugierig gemacht. Erst im Termin wurde den Interessierten eine schneeweiße Modellbahn zum Selbstbemalen übergeben. Ein Test, wie Fahrgäste und Passanten die Marke künftig wahrnehmen werden. GKK Dialog Group GmbH. Die GKK T-Shirt Credential. Kleider machen Neugeschäft. 6 überraschende und nicht ganz ernst gemeinte T-Shirts werden auf einer Microsite in Szene gesetzt. Marketingentscheider können sich ihr Lieblingsshirt aussuchen und mit einem individuellen Code kostenfrei bestellen. Der Clou: Jedes T-Shirt passt thematisch zu einem der GKK-Leistungsbereiche. So erfahren die Entscheider beim Entdecken der Shirts auch etwas über die Agentur und ihre Leistungen. Die Aktion wurde auf verschiedenen Wegen kommuniziert, zum Beispiel als gefaltetes Origami-T-Shirt oder als Mailing an Entscheider. Crossmediale und integrierte Kommunikationskampagnen. Dieckert Schmidt GmbH. Fiducia GAD. Fusionskampagne. Fiducia und GAD IT AG. Die IT-Firmen Fiducia IT AG und GAD EG verschmelzen zum größten Banken-IT-Unternehmen Deutschlands. Die ungewöhnliche Kampagne informierte Mitarbeiter und Kunden und warb erfolgreich für junge Nachwuchstalente. Unimeta SA. Rolling on Interroll. Interroll Schweiz AG. Interroll, ein klassischer Hidden Champion, ist weltweit führender Hersteller von Rollen und Antrieben für die innerbetriebliche Logistik, die bei Weltmarken wie Amazon, Bosch, FedEx und Procter & Gamble im Einsatz sind. Die Kampagne, die gemeinsam mit Interroll-Kunden entwickelt wurde, informiert über Qualität und die Relevanz der Interroll-Schlüsselkomponenten. Das Rolling on Interroll Qualitätssiegel wurde an Maschinen, Anlagen und Produktionslinien in den Fabriken und Lagern von Kunden angebracht. Kategorie Live Communication und Messen. Triad Berlin Projektgesellschaft MbH. Digitalisierung erlebbar machen. Siemens AG. Auf dem Weg in die digitale Industrialisierung 4.0 zeigte Siemens auf der Messe Hannover Industrie, was heute machbar ist. Herzstück des 3500 Quadratmeter Messestandes war das Digitalisationforum mit einer multimedialen interaktiven Ausstellung. In der medialen und grafischen Darstellung überlagert ein Digital Layer das Realbild, um die Verschmelzung von realer und virtueller Welt bildlich zu übersetzen. Schiebt der Besucher den Sliding Screen über das dahinter positionierte Exponat, wird an bestimmten Haltepunkten gezeigt, wo und wie Digitalisierung eine entscheidende Rolle in Planung und Produktion spielt. Kategorie Film. Loved GmbH und Think AG. Engineering, Tomorrow, Together. ThyssenKrupp Corporate Film intern. ThyssenKrupp AG. Wir sind viele, fast 160.000 Menschen. Wir sind ThyssenKrupp. In dem internen Markenfilm wird gezeigt, wie die Marke bei ThyssenKrupp gelebt und die neue Haltung des Konzerns transportiert wird. Mitarbeiter aus aller Welt und aus allen Geschäftsbereichen werden zu Protagonisten. Denn weltweit sind die Mitarbeiter stolz darauf, für ThyssenKrupp zu arbeiten. Scholz & Friends Hamburg GmbH. Siemens Service Operation Vessel. Siemens AG. Das Siemens Service Operation Vessel ist ein Wartungsschiff für Offshore-Windparks und speziell für die schwierigen Bedingungen auf hoher See konstruiert. Es ist größer und komfortabler als alle anderen Serviceschiffe, kann länger und schneller vor Ort sein und verfügt über eine hydraulisch stabilisierte Brücke, die den Technikern den sicheren Überstieg auf die Windturbine bei hohem Wellengang ermöglicht. Diese innovative Lösung wurde mit dem Film den weltweit etwa 1000 Windparkbetreibern kommuniziert. Serviceplan.
Die Gewinner von morgen. Swisscom. Innerhalb der Swisscom ist die digitale Transformation weit fortgeschritten. Anstatt das Know-how faktisch zu vermitteln, kommuniziert Swisscom die digitalen Möglichkeiten in einem Digital-Fiction-Film. Schweizer Großunternehmen sollen Swisscom Enterprise als einen der wichtigsten Begleiter ins digitale Zeitalter wahrnehmen und haben die Chance, einen Blick in die digitale Zukunft zu werfen. Kategorie Digital Corporate. TAH Hamburg Kommunikation GmbH. Lufthansa Cargo Company App. Lufthansa Cargo AG. Eine innovative Unternehmenspräsentation für das Tablet. Kunden und Mitarbeiter erkunden auf intuitive, spielerische Weise mit der App die faszinierende Welt der Luftfracht. Alles in übersichtlichen Häppchen. Wird die App für einen Vortrag genutzt, zeigt der Referent nur die plakative obere Ebene, kann sich im Vorfeld aber anhand Detailinformationen vorbereiten und gegebenenfalls im Vortrag schnell Inhalte in einer interaktiven Grafik aufzeigen. Gerasch Communication GmbH und Co. KG. Microsite Getrag History. Getrag International GmbH. Die Microsite Getrag History bietet einen unterhaltsamen und informativen Überblick über die Firmen- und Produktmeilensteine der letzten 80 Jahre von Getrag. Der Besucher geht auf eine Zeitreise, die durch historische Fakten und persönliche Erfahrungsberichte erzählt wird. Eine Verbindung zwischen Produktinformationen und Unternehmenswerten wird geschaffen. Das Profil von Getrag als Traditionsunternehmen mit innovativen Produkten wird auf eine authentische und emotionale Weise geschärft. Kategorie Digital Communications. Reins Klassen, der Einfachbeauftragte. Haufe Lexware GmbH und Co. KG, ein Unternehmen der Haufe-Gruppe. Lexware hilft, komplexe Finanzthemen zu verstehen. Werner Mommsen, einer der beliebtesten Puppencharaktere in Deutschland, wird als Einfachbeauftragter verpflichtet. In der Videoreihe Einfach machen erklärt er die kompliziertesten Dinge des Finanzwesens. Immer so, dass es echt jeder versteht, so Mommsen. Auf Facebook, YouTube, Websites, Bannern und im Live-Chat. Nach Mommsen die beste und vielleicht einzige Möglichkeit, endlich zu verstehen, wie man den Finanzkram schnell und einfach selber macht. Saatchi und Saatchi Pro, 2x1 GmbH. Mittelstand, die Macher. Telekom Deutschland. Content und hochwertige Redaktion sind King. Suchalgorithmen garantieren, dass die relevantesten und aktuellsten Digitalisierungsthemen und Trends aufgegriffen und auf dem Portal als Basis-Content gezeigt werden. Dafür werden über ein Big Data Backend täglich weltweit über 6 Milliarden Quellen und 20 Millionen Keywords analysiert. Ein Content-Team vertieft besonders relevante Themen. Die dynamisch generierte Navigation spiegelt die tatsächlichen Suchanfragen in Echtzeit wider. Kategorie Public Relations. Fischer Appelt, Fork Unstable Media. Lass die Helden heulen, Installation gegen die Empörungskultur. Die Empörungsgesellschaft ist auf dem Vormarsch. Irgendwer weint immer. Deshalb wurden auf der Republika, dem weltweit wichtigsten Event zu Themen der digitalen Gesellschaft, Stellvertreter dieser Kultur im 3D-Verfahren ausgedruckt. Sascha Lobo, Kai Diekmann und Alice Schwarzer. Deren Büsten wurden über das Internet an Twitter angeschlossen. In Echtzeit las der Computer Hashtags aus, die die Protagonisten erregen würden. Nutzte etwa jemand das Hashtag Heidi Klum, fing Alice Schwarzer an zu weinen. So wurde Fischer Appel zum Gesprächsstoff in der Influencer-Zielgruppe. Kategorie Employer Branding. Scholz & Friends. Clara ist die Beste.
Clara Ludwig ist Auszubildende des Jahres geworden. Da muss man gratulieren. Scholz & Friends tut das auf einer ganzen Seite in der FAZ, um Clara zu zeigen, dass sie stolz auf sie sind. Und um allen FAZ-Lesern zu zeigen, dass sie sensationelle Mitarbeiter haben. Und natürlich, dass Scholz & Friends Talent und gute Arbeit nicht nur einfordert, sondern auch wertschätzt. Um all das sagen zu können, haben sie Clara eine super Long Copy geschrieben, um zu zeigen, so tickt Scholz & Friends.